Hallo und herzlich willkommen zur Folge 108 des Computer Club. Und die Kollegen werden gleich auch begrüßen, während ich mich nach hinten mache. Das Tschüss. Dauert bei mir ein bisschen, aber ich habe ja Werkzeuge dabei. Ihr nicht, ihr habt nur Dattelteile. Ich habe Werkzeuge. Ich weiß, du kannst dich wehren. Nein, ich habe G-Werkzeuge dabei. Ja. So, dann macht's gut, so als wäre ich selbst dabei. Man sieht sich, Grüße. G-Werkzeuge. Ein Gewerk. Ja. Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, bevor der Wolfgang Back jetzt anfängt, da über seine Vergangenheit auszupacken. Ja, ich versuche. Seine dunkle Vergangenheit. Ich versuche musikalisch zu begrüßen. Du willst doch nicht etwas singen? Nein. Das ist schon mal gut. Da steht Unterhaltungsmusik. Und wenn ich hier sage, ich habe einen Titel für dich. Du hast einen Titel für mich. Auftakt. Ein Mann muss nicht immer schön sein. Ja gut, das trifft bei mir ja zu. Am weißen Strand von Surabaya. Ja. Und so weiter und so weiter. Ja, super. Das Ganze ist sind so Lieder aus den 50ern. 1955 ist die Kassette hergestellt. Ja. So. Da war ich noch recht klein. Ich begrüße alle. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und wir hoffen, dass wir was Schönes zusammengestellt haben. Schau mal, ohne das hätten wir einen Teil unserer Sendung heute nicht machen können. RSA. Das ist ein... Klingt nach Verschlüsselung. Das ist Verschlüsselung. Das ist auch der neuere, die ist ja mal geknackt worden, die RSA. Und da haben wir den Sicherheitscode kurz geknackt, da haben wir da einen neuen gekriegt. Den brauche ich, um auf einem Rechner in der Firma zu kommen, damit ich von dem Rechner in der Firma auf einen Rechner eines Arbeitskollegen komme, damit wir uns ansehen, was der zu Hause macht. Du musst auch nicht Denn der konnte selber nicht hier sein, der ist heute beim Zahnarzt. Du musst aber nicht in die Firma fahren dafür. Nee, dafür habe ich den hier. Ah, ja. Und gehe dann nur rein virtuell. Na gut, okay, dann... Der Wolfgang, der andere, der Rudolf, der macht ja immer unsere Audiocasts, schneidet der zusammen. Ja, ja. Soll der uns mal zeigen, uns mal verraten, wie er es macht? Du weißt es ja nicht, ich weiß es. Nee, ich weiß es nicht, aber... Dann guck doch mal zu. Ist viel Arbeit, glaube ich. Das ist viel Arbeit, während wir uns dann die Erholung hingeben. Oder dieser Musik zuhören können. Während wir uns die Erholung hingeben, ist der Wolfgang immer fleißig und schneidet... Oder mischt oder macht auch wie auch immer unser Audiocast zusammen. Ich dachte, ich wäre gar nicht mehr fertig mit der Begrüßung. Na? Naja, die erzählen so ein bisschen Zeug. Ich werde immer wieder gefragt, sag mal, wenn ich auch einen eigenen Cast machen will, einen Audiocast. Es gibt ja auch Leute, die sagen Podcast, das sind die Apple-Verbündeten. Wenn man das machen will, wie macht man das denn? Ja, gut, klar. Man nimmt ein Mikrofon und einen Rechner, labert da rein und da ist die Sache fertig. Ja, ist sie. Und dann stellt man es online und dann kann es jeder hören. Aber das hört sich natürlich dann an wie, was weiß ich was, als würden ein paar Ziegen in eine Blechdose reinkacken oder so. Nee, so kann man es eigentlich nicht wirklich machen. Es gehört ein bisschen mehr dazu. Wenn man ein Tonstudio hat, wo die Reflexionen, und das ist eigentlich das ganz große Problem, gedämpft werden, dann ist es was ganz anderes. Da sehen Sie vielleicht manchmal in irgendwelchen Fernsehsendungen die Wände mit so Noppen und so ganzen Kram und so. Das dient dazu, dass der Schall so reflektiert wird, dass er sich ausleuchtet, dass da ein schalltoter Raum entsteht. Das können Sie zu Hause natürlich nicht machen. Dann sagt Ihre Frau, gehst du irgendwo hin, was weiß ich was. Ist es nicht. Aber man kann sich helfen. Erste ist, Sie nehmen ein einigermaßen vernünftiges Mikrofon. Es kann ein altes sein. Es muss nicht das eingebaute in Ihrem Clubcomputer sein. Das ist grottenschlecht. Und wenn Sie so ein altes Mikrofon haben und Sie gehen dann damit in Ihren Rechner hinein, die haben meist irgendwelche Anschlusskabel, es gibt aber immer auch Adapter dafür, die man da drauf stopft. So, das stopfe ich jetzt in meinen Rechner hinein und dann kann ich schon mal aufnehmen. Womit nehme ich auf? Audacity oder Audacity, wie auch immer Sie das nennen wollen, ist ein freies Programm. Das gibt es sowohl für Linux wie auch für Windows. Und es ist hervorragend geeignet für alles, was man machen will. Es ist ein sehr gutes Programm, welches tatsächlich auch im kommerziellen Bereich zum Einsatz kommt. So, jetzt haben wir aber unser Mikrofon da. Wir haben aber immer noch einen Schall im Raum. Wenn ich also das jetzt, das habe ich angeschlossen, zwar jetzt nicht direkt, sondern über einen Adapter, dann haben wir die Kameraleute aber nach hier hinten gelegt, weil das dann besser aussieht. Deswegen müssen wir mal gucken. Da ist der Anschluss und hier rüber zu diesem USB-Adapter, da geht es dann rein in den Rechner. Der meldet sich an unter Linux genauso wie unter Windows und dann ist es eine Soundquelle und dann kann ich einfach sagen, okay, Audacity, ich habe das ausgewählt und ich nehme jetzt mal hier auf.
So, alles, was ich jetzt hier erzähle, und das können Sie auch sehen, hier auf dem Bildschirm, das wird aufgezeichnet. Wenn ich reinbrülle, wird es lauter. Und wenn ich weiter weggehe, auch noch ein Problem. Abstand konstant halten, Lautstärke konstant halten. Jetzt bin ich fertig und jetzt gebe ich es mal wieder. So, alles, was ich jetzt hier erzähle, und das können Sie auch sehen, hier auf dem Bildschirm, das wird aufgezeichnet. Wenn ich reinbrülle, wird es lauter. Und wenn ich weiter weg... Wen hat's gewundert? So, also, jetzt haben wir hier aber einen Klang, der hört sich an, als wäre ich in einem riesen Raum. Bin ich auch. Ich bin ja im Studio. Und da habe ich eben diesen Hall. Wenn ich den nicht haben will, kann ich mir einen Diffusor oder Absorber kaufen. Kostet ja so ab 300 Euro aufwärts. Sind sehr gut, aber eben schweineteuer. Wenn ich in den Baumarkt gehe, da gibt's dann ab und zu mal hier solche Matten für so Werkzeugkoffer oder sowas, die man zuschneiden kann. Die haben hier auch Noppen. Und die nimmt man einfach. Hinten drauf habe ich entweder mit Heißkleber oder mit Sekundenkleber einfach 1,5 Quadrat Stromkabel da drauf geklebt. So, und jetzt biege ich das so vorsichtig, damit es nicht kaputt geht. Ist mir schon ein paar Mal kaputt gegangen. Jetzt biege ich das halb rund, nagel das normalerweise auf irgendeine Fläche auf, wenn es fest installiert sein soll. So, und dann stelle ich das hinter mein Mikrofon. Also hier so dahinter. So, jetzt können wir hier von der Kamera schon sehen. Jetzt haben wir hier einen Raum geschaffen, der die Reflexionen verhindert. Wenn Sie hier was brummen hören, da ist wahrscheinlich wieder irgendein Bagger auf dem Parkplatz. Ich werde dann immer hinterher angesprochen, was war das. So, jetzt machen wir die gleiche Aufnahme nochmal. Dazu lösche ich mal die alte. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, weg damit und gehe wieder auf Start. Und Aufnahme. So, jetzt habe ich das gleiche, die gleiche Aufnahme und ungefähr den gleichen Abstand auch zum Mikrofon. Aber da sollte man jetzt nicht den Kopf nach da drehen und gucken, was die Oma sagt, oder den Kopf nach da drehen, gucken, wie spät es ist, sondern auch zum Mikrofon gucken. So, und jetzt hören wir uns das mal an. So, dazu stoppe ich es wieder und Wiedergabe. Aufnahme. So, und jetzt habe ich das gleiche, die gleiche Aufnahme und ungefähr den gleichen Abstand auch zum Mikrofon. Aber da sollte man jetzt nicht den Kopf nach da drehen. Den Kopf nach da drehen, das wurde jetzt schon leiser. Also, das ist eine Möglichkeit, dass ich den Raumhall reduzieren kann. Wenn Sie das also auf eine Holzplatte draufnageln, festmachen, dann ist es schon mal eine schöne Sache. Das nächste ist der Schreibtisch. Da kann man Filz holen. Filz ist teuer. Es gibt aber solche Matten im Baumarkt oder so ähnlich, auch flach und glatt. Die stellt man dann einfach auf den Tisch. Da ist es dann sogar möglich, dass man das Mikrofon, wenn man keinen Ständer hat, keinen Fuß hat, einfach drauflegt. Wenn man dann nicht beim Reden versucht, Musik zu machen, passiert gar nichts. Also Hände in die Hosentaschen und dann reden. So, und wenn ich das so mache, dann bin ich noch mal eine Klasse weiter. Dann habe ich jetzt schon ein halbes professionelles Tonstudio. Jetzt bekommen Sie einen Klang mit einem ganz, ganz geringen Hallanteil nach wie vor. Der ist noch da, aber es hört sich schon um Klassen besser an, als wenn Sie einfach normal in Ihr Mikrofon hineinsprechen würden. Jetzt haben wir erstmal so eine Geschichte da geschafft. Sie sollten wissen, Audacity hat viele, viele Möglichkeiten, was Sie machen sollten, weil man beim Mikrofon und bei den Vorverstärkern normalerweise Rauschen hat. Eine Sequenz, wo Sie keine Sprache drauf haben, einfach mal ruhig sein. Die können Sie in Audacity einfach markieren, können sagen Rauschentfernung, und diese Rauschentfernung, dann analysiert er dieses Schallereignis, und dann markieren Sie Ihre gesamte Aufnahme und sagen, jetzt entfernet das Rauschen. Er hat ja ein Muster, was Rauschen ist. Und das klappt wunderbar. Also bin ich wirklich begeistert davon, dass Audacity das macht. Auch so konstantes Brummen wie hier unser Bagger auf dem Parkplatz könnte man damit auch herausbekommen. So, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Sie zu zweit sprechen wollen. Natürlich kann man zwei Adapter anschließen. Das ist aber nicht immer so einfach, die auch Audacity beizubringen. Und da habe ich was gefunden. Das sind Dinger, die sehen so aus. Wobei das hier taugt nichts für das, was ich will. Das sind so USB-Adapter für Mikrofone.
Und der hat zwar zwei Eingänge, aber der macht kein Stereo. Den ich gefunden habe, da steht drauf Singstar. Also, das ist mein singender Stern hier. Der war sehr preiswert. Der wurde mit zwei Mikrofonen geliefert. Die waren zwar Mist, aber das Ding hier funktioniert. Und damit kann Audacity auch unter Linux tatsächlich Stereo aufnehmen. Zwei Quellen gleichzeitig aufnehmen. So, da müssen Sie einfach mal gucken. Ich habe mal geguckt, also die einschlägigen Läden, die es da gibt, die elektronische Bucht und diese Amazonen und diese ganzen anderen, da gibt es diesen SingStar. Teilweise mit Mikrofonen, wenn es nicht anders geht, kaufen Sie Mikrofone mit. Die haben, genau wie hier der Eingang, so einen roten und blauen Ring dran. Damit können Sie natürlich anfangen, solange Sie kein besseres Mikrofon haben. Aber die können Sie auch gleich wegwerfen, denn sie taugen nicht so sehr viel. Dann haben Sie also schon mal die Möglichkeit, dass Sie wirklich zwei Ereignisse gleichzeitig aufnehmen können. Das sind so, naja, sagen wir mal so die grundlegenden Sachen, die man bedenken sollte dabei. Dann sollte man natürlich, wenn man die technischen Voraussetzungen hat, wenn man die Voraussetzungen hat, dass der Klang einigermaßen rüberkommt, dann sollte man das, was man dann schneidet, natürlich auch mit Bedacht schneiden. Also nicht in irgendein Wort rein, nicht in irgendein Geräusch hinein. Man sollte immer daran denken, man kann partiziell anheben, verstärken. Sie sollen immer den Kompressor drüber laufen lassen, denn wir verändern die Lautstärke, ohne dass es hier in der Birne oben ankommt, während wir sprechen. Und mit dem Kompressor schafft man das. Wenn Sie mehrere Leute haben, müssen Sie es sowieso machen, damit Sie alle auf einen gleichen Pegel bekommen. So, und dann eventuell noch den Klang beeinflussen, aber das ist mit äußerster Vorsicht zu genießen. Da sollte man nicht zu viel rumspielen, das geht nur in die Hose. Ja, und dann gibt's noch was. Wenn Sie alles das nicht wollen, wenn Sie sagen, nee, das ist mir alles zu viel und will ich nicht, da gibt's einen uralten Trick der ganz alten Caster, die, naja, schon vor 10 Jahren angefangen haben. Die nehmen Sie hier ein Mikrofon einfach in die Hand, setzen sich in den Kleiderschrank mit viel Kleidern drin, machen möglichst die Tür zu, haben ein Skript dabei und eine Taschenlampe und erzählen dann das, was sie zu erzählen haben, im Kleiderschrank. Und Sie werden es nicht glauben. Das hört sich verdammt gut an. Also, entweder Sie fangen an zu basteln, wenn es Sinn macht, wenn Sie öfter so etwas vorhaben, oder Sie gehen in den Kleiderschrank und ab. Das mit dem Kleiderschrank müssen wir noch mal überlegen. Da machen wir auch ein Foto, wenn du da drin sitzt und deinen Cast machst. Ich habe ein Studio. Das, was ich zeigen möchte, ist auch ein Unix-Rechner, ein Linux-Rechner, aber da werden wir kein Audacity drauf zum Laufen bringen. Ich habe hier, wenn wir hier vorne mal hinschauen, ein wunderschönes kleines Teil. Das ist unser eigentlicher Star, obwohl hier so viel Zeug rumsteht. Das ist der Raspberry Pi. Wie gesagt, ein ganz kleiner Unix-Rechner, der in der 40-Euro-Klasse liegt, der bei verschiedenen Anbietern angeboten wird, also bei den üblichen Verdächtigen bekommt man ihn mittlerweile. Und der ist ausgestattet mit einem ARM-Prozessor, beziehungsweise es ist ein Broadcom System on a Chip, nennt man das. Das ist also Memory Management und sowas alles schon mit drin. Es ist eine ARM-Architektur, das sagte ich, der läuft mit 700 MHz, also nicht sonderlich schnell. Deswegen würde man auch so ein Audacity nicht zum Laufen bringen. Aber es ist ein guter Einstieg in die Welt des Linux. Und man kann auch sinnvolle Sachen mitmachen, das sehen wir später noch. Wenn man den anschließt, hat er zunächst nichts drauf, aber es gibt eine Seite, das Raspberry Center, da kann man sich fertige Images runterladen. Ich habe also da mir das Wisi, so nennt man das, runtergeladen, habe das hier auf eine Speicherkarte gepackt, die eingesteckt, habe den Raspberry mit Strom versorgt, habe hier ein HDMI-Kabel genommen, er hat also HDMI oder FBAS, Videoausgang, habe hier ein HDMI-Kabel genommen und das geht hier auf dieses Fernsehgerät, das hier für mich rechts außen steht, für Sie links außen steht. Dann hat der Raspberry, hat er noch einen Ethernet-Eingang, um ihn ans Netz anzuschließen. Und er hat hier zwei USB. Das ist also das B-Modell. Es gibt noch ein kleineres A-Modell, das in der 35-Dollar-Klasse liegen soll. Das hat nur halb so viel Speicher, also nur 256, der hat 512 MB Speicher und hat nur ein USB. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach einen billigen, wirklich ganz preiswerten WLAN-Adapter genommen,
habe den hier eingesteckt. Und wenn wir jetzt mal auf den Fernsehschirm gucken, sehen wir, da gibt es eine WPA-GUI, nennt sich das. Damit kann ich das Netz konfigurieren. Es ist so, sobald ich den Stock eingesteckt habe, habe hinterher den Strom eingesteckt. Man darf erst hinterher booten. Erkennt er den WLAN-Stick und ich kann ihn mit dem Netz verbinden. Die andere Sache, die ich angeschlossen habe, ist hier so ein einfaches USB, einen einfachen USB-Hub. Zum einfachen Grunde, ich habe hier eine Tastatur dafür, USB-Tastatur und eine USB-Maus, irgendwelche alten Teile, die noch zu Hause rumlagen. Und da ich nur zwei Anschlüsse habe und ich WLAN machen wollte, brauche ich eben einen dritten Anschluss. Also einfach einen USB-Hub ran und es geht. Es funktioniert einfach. Ohne, dass man irgendwas groß einstellen muss. Wie gesagt, das WLAN habe ich eingestellt. Das ist unser berüchtigtes CC2-Netz, also unseren Router, den wir immer hier zu den Sendungen mitnehmen. Und ich gebe also dann da, ich wähle das Netz aus, ich mache einen Scan, wähle das Netz aus, gebe die Parameter ein und sehe, ich habe meinen Current Status, ich bin verbunden, ich habe eine IP-Adresse bekommen, ich bin voll im Netz und kann dann natürlich auch im Internet surfen. Das, was wir jetzt auf dem Bildschirm sehen, ist dieses raspberrycenter.de, wo man Unmengen von Informationen kriegt. Da steht dann auch, dass Google 15.000 PIs an britische Schulen spendiert hat, damit Schüler die Möglichkeit haben, überhaupt mal etwas Linux zu lernen. Das ist also ein Debian-Linux, was hier drauf ist. Und es gibt auch die Raspberry.org-Seite. Wie gesagt, der ist nicht sehr schnell. Also dieses Umblättern dauert immer eine ganze Zeit. Da hat er sehr viel mit zu tun. Das ist auch die Kritik, die an sich immer wieder geäußert wird. Er ist einfach sehr, sehr langsam und kann nicht allzu viel. Dann, wenn wir mal hier rüber gucken, man kann auch praktische Sachen damit machen. Deswegen hatte ich also eben diesen RSA-Key. Wenn wir hier mal auf den Rechner schauen, dann sehen wir eine Außentemperatur, Küchentemperatur, Luftfeuchtigkeit. Im Moment ist kein Regen, im Moment, wo wir hier aufnehmen. Ich habe hier Lichtschalter, da kann ich sehen, welche Lichtschalter ein- und aus sind. Es sind Rauchmelder da. Das ist eine Applikation, die hat ein Arbeitskollege von mir sich gebaut und kann da sein Haus mit Steuern überwachen. Er hat an einen USB-Eingang einen 433 MHz-Sender gemacht, hat die ganzen Sensoren und Aktoren da mit verbunden und kann das hier rüber steuern. Und kann auch, wenn das hier geht, Custom Graph kann sich auch Diagramme, Kurven ansehen, na, im Moment will er nicht, kann sich Kurven ansehen, wie sein Temperaturverlauf war der letzten Zeit, wie alles war. Und dieses Domo, da kommen sie, dieser Domo-Tick oder wie der heißt, ist eine freie Software, die kann man im Internet laden. Die Adresse hier ist zum Beispiel, jetzt sehen wir das gerade, eine Temperaturkurve, und zwar eine Windkurve. Dann gucken wir mal, wie dazu die Küchentemperatur beim Thomas ist. Die ist also ziemlich konstant im Moment, weil sich ja in den letzten Tagen wir haben konstante Temperaturverhältnisse außen, deswegen braucht man nicht zu heizen oder sowas. Ich könnte jetzt im Prinzip ihm auch das Licht ausschalten. Wie gesagt, er hatte das Tomotic, hat er als Software genommen dazu, den Sender dazu, den Raspberry, also diesen Billigcomputer, und ist glücklich. Der Wolfgang Back, der hat jetzt keinen Computer dabei. Naja, so ein bisschen hast du schon, aber ich sage an sich nur Tefifon. Tefifon. Sag ich. Ich bin sehr enttäuscht gewesen heute hier im Studio, weil ich mein Tefifon mitgebracht habe und das mal ein bisschen habe spielen lassen. Das gerade von euch, von Wolfgang und von dir, von meinen Altersgenossen, sofort kam, stellt das Ding ab. Ja. Denn das ist was für unsere Generation. Auf allen Computerfesten, wo ich hingehe, die sind ja heute meistens so 60 oder 70 Jahre alt, nehme ich dieses Tefifon mit und da sagen die Leute, das Tefifon. Die sind begeistert davon. Und ich nehme an, ich habe jüngere Leute gefragt, die wussten überhaupt nichts damit anzufangen. Das Gerät ist aus dem Jahre 1958 und ich will jetzt, weil er jetzt die
Urlaubszeit so richtig losgeht, ein bisschen. Achso, das Telefon ist übrigens musikalisch gesehen vollkommen, wie heißt der, bohlenfrei. Also da ist nichts davon drin. Und hören Sie mal hin, ich schalte das mal ein. Jetzt müsste das hier loslaufen und ich mache es scharf. Achtung. Na bitte, ne? Und so fährt man auf seinem MP3-Stick alter Art in andere Titel hinein. Ist zwar ein bisschen ungenau, ich weiß nie genau, wo ich da lande, aber es funktioniert. So, und was ist das Ganze denn? Ich nehme das mal hier raus, leg's mal hier hin. Ich habe hier noch was dabei. Ich nehme mal eine andere Kassette. Und da sehen Sie, das ist die Kassette. Wenn ich da hier das Band rausziehe, das Band ist eine blattgewalzte Schallplatte. Dieses Band ist endlos, das heißt, es läuft immer rund, es läuft immer rund, es läuft immer rund. Und hier drauf, wenn man da mit einem Fingernagel entlang fährt, spürt man die einzelnen Rillen von der Schallplatte. Und das ist ein Antrieb. Und das hier, dieses, wie das hier gebaut ist, das nennt man einen Capstan-Antrieb. Der kam nachher wieder in den ganzen Walkmännern, da war der dann auch drin. So, jetzt sind das diese 60 Minuten, es gab auch Bänder mit 240 Minuten, die laufen jetzt so. Und das war eine wunderbare Sache für die reinen Schiffer, wie ich hörte. Bei denen sprang immer die Nadel aus dem Schallplattenapparat raus, hier lief es weiter. Und auch für Wirte soll es gut gewesen sein, denn wenn die zapften, mussten die immer die Platte umdrehen im Hintergrund. Und die konnten dann auch diese 60 Minuten einfach laufen lassen. Mal gucken, was da drauf ist. Na, das ist doch schon ein bisschen Swing. Ich weiß jetzt nicht, warum die Kollegen, das ist doch auch deren Musik gewesen. Die sind doch mit mir groß geworden. Also ich kann mir das zu Hause manchmal schon mal eine halbe Stunde anhören. So, das Telefon, ich schalte es wieder aus, ist ja, das wird demnächst übrigens mit Solartechnik, schade, mit Solartechnik betrieben werden. Und dann kann ich es auch mitnehmen, wie es auch gedacht ist, hier mit einem Mittelwellenradio, UKW konnte man noch nicht. 1958 ist das gebaut worden hier. Und jedes Jahr muss ich das einmal im Fernsehen zeigen, weil es hat doch wirklich nicht jeder zu Hause. Nochmal zurück zu Lösungen, zu Bastellösungen auch in puncto Homematik, die ich gerade mache. Da heißt es ja immer, da muss ich alles fertig kaufen. Ist gar nicht wahr. Denn das ist hier eine alte Steckdose, eine Funksteckdose. Die habe ich noch da rumliegen, glaube 10 Stück davon oder sowas. Und das kostet, wenn ich das mit dem Homematik-System machen will, dass ich also hier einen Kanal drin habe, den ich von der Zentrale aus bedienen kann, kosten die 39,50 €. Wenn ich da 4 Stück haben will, dann sind das 120, dann sind das über 150 €. Wenn ich diese alten Dinger noch zu Hause liegen habe, ich habe mir hier einen Bausatz besorgt von der Homematik. Und zwar ist das hier mit 6 Relais und mit 6 Kanälen. Und ich kann jetzt von der Zentrale aus dieses Gerät programmieren. Ich habe es mal hier angeschlossen, der ist hier unten am Strom dran. Ich tue mal so, als käme das von der Homematik. Und da sehen wir jetzt hier ein Lämpchen angehen. Ich mache da mal ein bisschen Schatten drauf. Ich hoffe, dass man das sehen kann, dass es grün leuchtet. Und wenn ich den zweiten Kanal bediene, den ersten ausmache, den zweiten bediene, da ist das jetzt wieder aus. Und so kann ich natürlich mehrere Steckdosen mit Lampen versehen oder so etwas automatisch von der Zentrale schalten lassen und habe doch eine Menge Geld gespart, muss ich sagen. Und der Spaß, dass man wieder was selbst machen kann, ist ja nun auch sehr groß. Ich muss das hier noch ausschalten. So, natürlich nimmt man dazu einen normalen Taster, hätte ich auch mitbringen können, den man programmiert, damit, wenn ich drauf drücke, Lampe an, auf der anderen Seite drauf drücke, Lampe aus. Und ich bin jetzt dabei, zum Beispiel meine Eingangstür zu sichern. Und dafür gibt es ja hier so etwas, das haben wir schon mal gezeigt bei uns in der Sendung. Das ist ein Türschlossantrieb, der ist mit Batterien versehen. Den kann ich auch von der Zentrale aus automatisch steuern lassen. Und das, was ich mache, was ich eigentlich auch noch nie gehört habe, dass jemand gemacht hat,
Ich werde in der Tür ein Mikrofon positionieren, in der Tür. Denn wenn jemand bei mir rein will, der muss ja entweder mit einer Bohrmaschine das machen, macht er brrrr, oder aber mit schwer, mit Eisen muss er da krack, krack, krack. Mikrofon wird das merken. Und bevor er drin ist, wird die Alarmanlage dann die Sirene loslaufen lassen. Und ich glaube, wenn er das hört, hört er sofort auf, an der Tür weiter zu arbeiten, wenn er sich quasi ertappt fühlt. Aber das sind noch 3 Wochen sind's. Und dann werde ich das Ganze mal scharf schalten, mal gucken, wann die Nachbarschaft sich über meine Alarmanlage beschwert. So, Alarmanlage, viele brauchen sie mittlerweile, denn bei vielen Leuten wird eingebrochen. In Köln ist wieder so ein Maximum entstanden. Da sind wieder sehr viele Leute angereist, jetzt für den Sommer sogar, die dann professionell in die Häuser einsteigen und denen es absolut nichts ausmacht, wenn sie nachher Effenwälder verhaftet werden. Die werden ausgewiesen und sind nächstes Jahr dann alle wieder da. Also man muss da schon ein bisschen dran tun und die Leute verschrecken. Und ich glaube, wenn die meine Sirene hören, und da kommen sie eben nicht dran, die können sie auch nicht ausschäumen irgendwie. Das haben die ja auch schon alles gemacht. Haben einfach die Sirene ausgeschäumt, da war die ruhig. Was hast du eben erzählt? Was? Das wäre unsere Musik früher gewesen. Ja, natürlich. Und wir sind gemeinsam groß geworden. Ja, ab und zu haben wir ein bisschen Elvis gehört. Also die Musik, die hat es vielleicht früher auch in meiner Jugend mal gegeben. Ja. Aber ich habe mich weiterentwickelt. Und wenn du das nächste Mal dein Tefifon mitbringst, zum 5. oder 6. Mal, dann bring da mal eine Kassette mit Hardrock oder mit Heavy Metal oder sowas. Dann können wir wieder darüber sprechen. Aber nicht mit dem Gejammer. Noch klassische Musik. Klassische Musik. Ist ja klassisch. Ich weiß ja nicht, wie es deinem Zuhause geht. Beim Raspberry geht es gut. Denn ich kann den hier Tablett überwachen, sieht man das irgendwo? Da kriege ich alle Informationen des Raspberry, seine Temperatur und alles mit. Also das kann ich einfach mitnehmen und sehen, ob es meiner Kiste gut. Ich habe dafür einen Pflanzensensor. Oh, und ich habe eine Pflanze, die heißt Wolfgang. Und da kam gestern die Meldung, Wolfgang fühlt sich wohl. Warst du gestern nicht zu Hause? Nee, fühlt sich wohl. Ja. Also Sonne ist gut und Wurzel und Wasser und Dünger und alles ist okay. Mhm. Also du hast auch sowas. Ja, das ist aber nur für den Raspberry. Da kann ich sehen. Ich habe auch meine Bedienungsanleitung direkt dabei. Ich kann also sehen, wie die Steckerbelegung ist zum Beispiel. Wo machen wir das hin? Da. Da sind die Steckerbelegungen, die intern. Das wirst du jetzt hier im Studio wissen, wie die Steckerbelegung bei dir zu Hause ist. Nee, das ist von dem Raspberry. Der ist ja da. Ach so. Übrigens, da denken viele drüber nach. Ich habe das gehört von Namibia auch, eben mit den Kindern den Computer beizubringen. Ja. Aber da fängt man jetzt zuerst einmal damit an, den Know-how-Computer, den Papiercomputer von uns, in 600.000-facher Ausfertigung den Kindern in der Schule in der Hand zu geben. Warum hast du den eigentlich mitgebracht? Das wolltest du doch machen. Nein, mit dem Know-how-Computer kommt demnächst noch etwas Größeres. Aha. Er wird wahrscheinlich museal werden. Gut. Und zwar in Berlin. Kommst du denn dazu? In Berlin im Verkehrsmuseum. Wer wird ausgestellt, du oder der Computer? Nein, hier in dieser Nähe wird er wahrscheinlich ausgestellt werden. Das ist nämlich der Nachbau des allerersten Computers. Und zwar, der Computer hat erfunden Konrad Zuse und das ist sein Sohn. Und er hat das jetzt mit neuen Relais gemacht. 2.500 Relais in seiner Wohnung in Berlin, Altbauwohnung, ohne Aufzug, 5. Stock. Na, also, ich denke, damit können wir heute wirklich die Sendung beschließen. Ja, das ist eine gute Sache. Wir überlegen mal, ob vielleicht in den Shop auch noch der Papiercomputer rein kann. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das nächste Mal ohne dich, Herr Back, weißt du schon. Ja. Wir wollen dich nicht mehr. Ja. Tschüss. Und ich muss mal gucken, was in der Schweiz so, wie die Dateien da aussehen.